Aber ein gewisser Schaden wird natürlich immer bleiben, das ist ja völlig klar. Das ist aber auch hinzunehmen, denn wie wir es schon gehört haben, in so einer Situation, in einer Kriegsbedrohungssituation hat der Frieden einen Preis und den sollten wir auch bereit sein zu zahlen. Sie wirken wirklich angefasst. Also Sie haben Angst vor diesem Krieg. Ich muss da nicht kämpfen und ich werde auch nicht sterben in diesem Krieg, aber wenn es passiert, werden viele Menschen sterben.